einfach eine will. Leider haben politische Gegner die Live-Kommentar platt gemacht, deswegen mache ich das jetzt nochmal etwas später. Wo sind wir da? Zeitenwende erleben und dass sich deshalb auch für die Sicherheit unseres Landes viel verändern müsste, das wissen wir seit einem Jahr. Da hat Olaf Scholz genau das angemahnt. Passiert ist seitdem aber wenig bis hin zu gar nichts. Im Gegenteil, die Wehrbeauftragte hat diese Woche gesagt, die Bundeswehr sei noch schlechter ausgestattet als ohnehin schon und damit natürlich auch als vor einem Jahr. Wir fragen uns, ist eine nochmal geringere Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wirklich die richtige Lehre aus der Zeitenwende oder sollten wir uns spätestens jetzt anders rüsten für den Frieden? Dazu sind heute Abend bei uns der 1932 geborene Bundesinnenminister AD Gerhard Baum, die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes Oberst André Wüstner, der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner und die Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München, Hedwig Richter. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Wie steht es um die Bundeswehr? Wie steht es um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes ein Jahr danach? Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Russlands Krieg gegen die Ukraine, der offenbart auch deutsche Versäumnisse. Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Daraufhin beschließt der Bundestag das Sondervermögen Bundeswehr. Umfang 100 Milliarden Euro. Jetzt, fast ein Jahr später, stellt Verteidigungsminister Boris Pistorius fest, wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind, also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg. Auch die Wehrbeauftragte findet klare Worte. Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger. Das betrifft die Ausbildung, das betrifft die Übungen und das betrifft auch die Ausstattung im Einsatz. Die Mängelliste lang. Es fehlt an Unterkünften, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spinde, Hallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern und nicht zuletzt auch WLAN. Ihre Klage klingt vertraut. Seit mehr als 20 Jahren mahnen Wehrbeauftragte. Den Dienstbetrieb im Inland ohne Abstriche aufrechtzuerhalten fällt zunehmend schwer. Die Bundeswehr steht mit den laufenden Einsätzen, personell wie materiell, nach wie vor an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Die Materiallage bleibt dramatisch schlecht. An manchen Stellen ist sie noch schlechter geworden. Zeitschleife statt Zeitenwende. Auch das Sondervermögen Bundeswehr bewirkte bisher nichts, denn von den 100 Milliarden sind im Jahr 2022 noch gar keine Euro und Cent angekommen bei der Bundeswehr. Herr Wüstner, Olaf Scholz hat gesagt, wir zeigen es im Film, ja. So, meine Damen und Herren, da muss ich gleich mal ein paar Worte zu sagen. Donald Trump, aber auch schon vor Barack Obama, haben Deutschland und haben auch andere NATO-Partner dazu mehrfach angemahnt, 2% des BIP für Verteidigung auszugeben. Donald Trump hat dann deutlich gedroht gesagt, wenn ihr eure Aufgaben nicht erfüllt, wir können als USA uns auch selber verteidigen, wir haben die Schnauze voll von euch. Und ich habe x-mal gesagt, ihr müsst mehr tun für die Verteidigung. 2% des BIP war im Plan drin und da habe ich immer gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kündigt das Versprechen auf, 2% des BIP für Verteidigung auszugeben oder man muss es einhalten. So, und das, was ihr eben macht, ist eben nichts. Ihr kündigt es weder auf, noch haltet ihr es ein. Das ist das gleiche wie beim Überwachungsskandal Michael Dretzner, meine Damen und Herren. Grundgesetz gibt es, Straftaten liegen vor. Es wird einfach nicht ermittelt und es wird einfach so weitergemacht. Die Leute kommen aus dem Ausland her und sagen, Michael, so und so ist das, jawohl. Und trotzdem passiert eben nichts. Das ist eben erbärmlich. Dann ein weiteres. Diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen, was dort besteht, da
da ist Geld ausgegeben worden. Und zwar sind dort erst einmal die alten Tornado-Kampfjets, die werden jetzt ausgewechselt gegen F-35-Kampfjets aus den USA. Ein Flugzeug, was 2015 in Dienst gestellt worden ist, ist von Lockheed Martin zu einem sehr, sehr hohen Preis jetzt an Deutschland verkauft worden, ist eine Bestellung aufgegeben worden. Zu einem sehr, sehr hohen Preis. Das Flugzeug ist, wie gesagt, nicht mehr das Beste, aber ein gutes Flugzeug. Die F-22 ist noch besser, das exportiert aber die USA nicht. So, das heißt, wenn wir das beste Flugzeug haben wollen, müssen wir einen Projektauftrag geben und selbst ein solches Flugzeug herstellen. In der Vergangenheit hat es das gegeben mit dem Tornado in den 70er Jahren. Damals ist die Firma Panavia gegründet worden, extra um ein solches Flugzeug zu entwickeln und dann auch herzustellen. Ich hätte deswegen in das Parteiprogramm jetzt noch reingeschrieben, ich habe das überarbeitet, dass man wahrscheinlich genauso handeln muss wie bei Panavia, dass man einen Projektauftrag geben muss, eben zu einem Raketenabwehrsystem, was auch Hyperschallraketen abfangen kann, hin zur Entwicklung eines ganz modernen Jagdfliegers, eines Jagdbombers, das alles dahingehend. Und die Frage ist auch, wer ist denn verantwortlich dafür, dass die Bundeswehr in einem solchen Zustand ist? Ist es das Bundesbeschaffungsamt in Koblenz? Ist es der Generalinspekteur der Bundeswehr als Oberverantwortlicher? Oder ist es der Verteidigungsminister? Generalinspekteur können Sie nur werden, wenn der Bundesverteidigungsminister Sie dazu vorschlägt beim Bundespräsidenten und der Bundespräsident Sie dann als Generalinspekteur benennt. Das heißt, Sie müssen als Generalleutnant immer schön politikkonform sein. Sie dürfen nicht anecken, weil ansonsten werden Sie vom Verteidigungsministerium nicht vorgeschlagen beim Bundespräsidenten. Und wenn das Verteidigungsministerium, dass die Politik eben so einen Kurs fährt, dass eben die Bundeswehr kaputt gefahren ist und Sie kritisieren das letztendlich als General, werden Sie nicht als Generalinspekteur ernannt. Das ist erstmal der eine Punkt. Eberhard Zorn war 5 Jahre, ist jetzt in Ruhestand versetzt worden. Jetzt ist der Carsten Breuer, der diesen Corona-Stab dort geführt hat, der neue Generalinspektor. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, meine Damen und Herren. Fakt ist, über 20 Jahre geht das jetzt schon so. Es ist alles mangelhaft, es gibt nicht genug Munition, die Fahrzeuge sind nicht einsatzbereit. Die Bundeswehr ist insgesamt nicht verteidigungsfähig, welch ein erbärmliches Zeugnis. Und dafür gibt man dann 50 Milliarden Euro aus, wenn eh nichts verteidigungsfähig ist. Also 50 Milliarden Euro ist ja schon einiges an Geld. Und dann klappt trotzdem nichts, da kann man auch nur erschüttert sein. Die Bundeswehr muss wissen, wie sie sich entwickeln möchte. Möchten sie, weiß ich, 2, 3 Panzerdivisionen neu aufstellen? Eine Panzerdivision hat so 20.000 Soldaten. Aber wichtiger ist, was ich gelernt habe, ist, dass die Luftwaffe und die Raketenabwehr an erster Stelle steht. Und gar nicht mehr das Heer. Das heißt, wir brauchen Luftabwehr durch Luftwaffe und wir brauchen Raketenabwehr. Das ist sozusagen das A und O. Und da müssen wir eben jetzt gucken, wie man das aufstellt. Und da müssen wir auch in der Kooperation mit unseren Bündnispartnern arbeiten. Das heißt, brauchen wir Flugzeugträger? Brauchen wir Atomwaffen? Nutzen wir Atomwaffen mit anderen verbündeten Ländern, mit wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien? Soll es eine europäische Verteidigungsarmee geben? Das gab es ja schon mal in den 50er Jahren, das ist damals an den Franzosen im Parlament gescheitert. Es gibt jetzt so vereinzelte kleine Projekte, wo was möglich ist, aber wie gesagt, ist halt nicht so, also ist auch nicht verteidigungsfähig. Alleine. Das sind doch die Punkte, die da eine Rolle spielen. Was möchte man? Möchte man die Wehrpflicht, eine allgemeine Dienstpflicht einführen? Möchte man die Bundeswehr wieder auf eine Stärke von 5.000 Soldaten bringen? Hier geht es immer nur darum, ist Geld ausgegeben worden für Sondervermögen, ja oder nein? Sind wir jetzt bei 2% des BIP, ja oder nein? Wenn man die Luftwaffe aufrüstet, das ist ja entscheidend, das Raketenabwehrsystem. Und wenn man jetzt einen Projektauftrag gibt zur Erstellung eines Raketenabwehrsystems, zum Erstellen eines Jagdfliegers, dann ist 2% des BIP und das Sondervermögen ganz schnell weg, weil die Luftwaffe extrem teuer ist. Dieser F-35 Kampfjet,
den wir da aus den USA kaufen, der hat ja einen Preis von über 150 Millionen Euro pro Stück. Können Sie sich ja ausrechnen, wenn Sie da 1000 von kaufen, dann sind Sie mit 15 Milliarden Euro dabei. Wie würden Sie denn dabei? Wenn Sie 100 Stück kaufen, sind Sie mit 15 Milliarden Euro dabei. Ja, und wenn Sie 1000 kaufen, sind Sie mit 150 Milliarden Euro dabei. So muss man es ja sagen. Wie gesagt, damals ist Panavia entstanden, der Tornado-Hersteller. Es gibt da zwar damals das europäische Projekt Eurofighter, auch das muss man manchmal fragen. Ja, das ist irgendwie auch gescheitert. Es sind zwei Eurofighter angeschafft worden, sind aber gegenüber dem F-35 der USA in keinster Weise konkurrenzfähig. Also, ich erwarte eigentlich, dass nochmal von den politischen Lagern eben eine klare Aufstellung hinsichtlich von Wehrpflicht, allgemeiner Dienstpflicht, hinsichtlich der europäischen Armee, hinsichtlich der Konstruktion der Bundeswehr, hinsichtlich eben Luftwaffe, Raketenabwehr oder eben hinsichtlich einer starken Heer mit einer starken Panzerdivision oder mit mehreren Panzerdivisionen. Jede Panzerdivision muss natürlich perfekt ausgestattet sein, das heißt in einer Panzerkompanie. Ist es so, es gibt 14 Leopard 2 Panzer, vor allen Dingen mit 4 Mann Besatzung ist man bei 52 und dann hat man noch mal 4 Puma oder Marder Schützenpanzer, wo 3 Mann Besatzung sind und 6 Panzerinfanteristen dabei sind. Und dann gibt es natürlich in so einer Kompanie oder in so einem Bataillon gibt es natürlich noch Bergungspanzer, Sanitätspanzer, kommandierende Fahrzeuge und so weiter und so weiter. Und das muss letztendlich gegeben sein. Und wenn eben an die Ukraine was geliefert wird, dann muss natürlich sofort nachbestellt werden beim Rüstungskonzern. Und die Frage ist, ob man den Rüstungskonzern verstaatlicht, oder zumindest teilverstaatlicht. Ich habe ins Parteiprogramm reingeschrieben, dass wir 25% Teilverstaatlichung machen wollen, damit diese Unternehmen nicht abbüchsen ins Ausland und vor feindlichen Übernahmen geschützt sind und dass wenn eben riesige Forschungsaufträge aufgegeben werden und dann dementsprechende Produkte erstellt werden, die exportiert werden, dass wir auch dort dann letztendlich dann Geld wieder zurückfließen wollen, haben wollen. Ist klar. Das sind so diese Hauptpunkte, die da eine Rolle spielen. Dass die Bundeswehr in einem absolut dilettantischen, elendigen Zustand sich befindet und das seit über 20 Jahren, dass da rumgelabert und rumgeschwellt wird, ist unerträglich. Also im Grunde genommen müssten sie alle abtreten. Da muss wirklich mal Horst Reiter genannt werden, wer verantwortlich dafür ist, dass da ein Munitionsmangel ist, wer verantwortlich dafür ist, dass da ein Fahrzeugmangel ist, wer für alles verantwortlich ist. Da gibt es einen Wehrbericht und es passiert nichts. Deutschland müsse mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes. Ergebnis, ein Jahr später, so sagt die Wehrbeauftragte, die Bundeswehr ist noch schlechter ausgestattet als ohnehin schon. Gibt es aus Ihrer Sicht dafür irgendeine gute, eine vernünftige Erklärung? Ja, ich möchte mal vorweg einordnen, gestehen Sie es mir zu, dass ich schon nochmal unterscheide. Also wir haben hervorragende Soldaten, Führungskräfte wie Mannschaftsdienstgarde und die leisten einen hervorragenden Dienst an der NATO-Ostflanke, im Irak, in Mali, das darf man nicht vergessen. Das einzige Prekäre an der Situation ist im Bereich Infrastrukturen, insbesondere im Bereich des Materials. Und diese Mängel sind jetzt seit Jahren bekannt. Und die eigentliche Zeitenwende, die erfolgte ja mit der Annexion der Krim 2014. Und damals, Sie kennen noch vielleicht das Zitat von Frank-Walter Steinmeier, eine Welt aus den Fugen, man müsste sich verändern, ein Weißbuch 2016, Refokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Und im Endeffekt hat man es politisch nicht umgesetzt. Warum? Weil die Mehrheit politisch noch der Auffassung war, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist die Realität. Die Mehrheit von wem? Ja, in den Fraktionen des Deutschen Bundestags eindeutig, denn es gab ja... Letztendlich geht es ums Geld ausgeben. Letztendlich geht es darum, die Wehrpflicht nicht wieder einführen zu wollen. Die Wehrpflicht wieder einführen zu wollen bedeutet ganz großen politischen Widerstand, weil ganz, ganz viele junge Leute das nicht wollen. Ja, die möchten gerne Freiheit, haben, die haben keinen Bock, ja, von der Bundeswehr sich da schon da, weiß ich, zu schikanieren lassen, wenn sie immer so High-Life-Leben gemacht haben. Die Bundeswehr ist kein Vergnügungspark, und da geht es hart zur Sache. In der Grundausbildung im Besonderen. Ja,
Wie gesagt, die Zeitenwende ist eigentlich die, an dem Zeitpunkt, wo Deutschland den Partnern zugesagt hat, 2% des BIP für Verteidigung auszugeben. Da hat man einen Vertrag geschlossen, hat eine Vereinbarung geschlossen. Darauf haben sich unsere Partner verlassen und das haben wir nicht gemacht. Und das ist eigentlich die Zeitenwende hinsichtlich dessen, wie man sich verteidigungstechnisch eben aufstellen möchte. Nicht die Krim und nicht jetzt der Ukraine-Krieg, sondern wir haben das vertraglich festgesetzt, 2% des BIP für Verteidigung auszugeben. Und wie gesagt, Donald Trump ist da x-mal ausgerastet und auch schon Barack Obama. Und da muss man sich hinterfragen, ob wir als Partner überhaupt noch ernst genommen werden können. Genügend aus der Wissenschaft, aus den Nachrichtendiensten, wir als Verband, die darauf hingewiesen haben, Achtung, wir haben diese Fähigkeiten nicht mehr, Achtung im Bereich der Munition, enorme Probleme und wiederum sicherheitspolitisch einordnend, schaut auf Putin, was er tut. Nicht nur die Annexion, nicht nur Donbass, auch sozusagen sein Testbett in Syrien, all das, was er an Waffensystemen ausprobiert hat, getestet hat und worauf er sich vorbereitet. Aber nochmal, man wollte es nicht sehen, aber das ist der Blick zurück. Jetzt ist die Frage, Blick nach vorne, verstehen es jetzt alle oder fängt man wieder an zu träumen? Nochmal gefragt, sind die Probleme hausgemacht? Sind es strukturelle Probleme der Bundeswehr? Ist es das berühmt-berüchtigte Beschaffungswesen, von dem immer viel zu lesen ist? Oder fehlt Kanzlerwort hin oder her? Tauglich sind, dass die Schiffe in See tauglich sind, dass die Flugzeuge flugtauglich sind. Das ist teilweise nicht der Fall. Ja. Und wir können auch ehrlicherweise 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zu Amerika sagen, übernimmt ihr unsere Verteidigung. Das heißt also, Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit, sage ich ja, das muss passieren und deswegen habe ich dem auch zugestimmt. Das geht nicht von heute auf morgen. Kurz weg. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die ganz schnelle Abschaffung der Wehrpflicht. Die SPD hat da auch keinen Widerstand geleistet, aber ist nicht besonders diskutiert worden. Ein katastrophales Beschaffungswesen, teure Gutachten, vieles andere, was nicht in Ordnung ist, das muss in Ordnung gebracht werden. Mein Eindruck ist, dass Boris Pistorius das tut. Und dass er da jetzt rangeht, das geht nicht von heute auf morgen. Von den 100 Milliarden sind immerhin, wenn ich das richtig weiß, über 30 Milliarden inzwischen vertraglich gebunden. Das heißt also mit konkreten Verträgen. Ja. Ist das Bundesbeschaffungsamt in Koblenz dafür verantwortlich? Wer ist der Chef des Bundesbeschaffungsamts in Koblenz? Das ist doch die Frage. Da wird doch gar nicht richtig zugegriffen auf das Thema. Ist doch alles nur oberflächliches Blabla. Mit Firmen. Das ist auch keine Aufrüstung, weil Sie mich ja angesprochen haben als linken Sozialdemokraten, sondern das ist für mich eine Verbesserung der Ausrüstung und der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Aber Sie haben gehört, Herr Minister hat gesagt, es fehlt der politische